Als nächstes darf ich Frau Wissler, die Fraktionsvorsitzende der Linken, nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, die FDP hat ja mit ihrem Antrag einen ziemlich bunten Blumenstrauß vorgelegt. So ein bisschen Medley von Dingen, die wir bereits diskutiert haben. Aber es ist halt alles drin von der schon zitierten Forderung nach einer Agentur für radikale Innovationen bis hin zum Ausbau des ÖPNV ist es ja, und die Berufsausbildung noch zwischendrin. Also ein sehr breiter Antrag. Und ich sage gleich vorweg, es gibt einige Ansätze. Ich wollte gerade sagen, es gibt einige Ansätze, die ich finde, die in die richtige Richtung gehen, und es gibt welche, bei denen das nicht so der Fall ist. Bei der Agentur für radikale Innovation, wie die FDP sich das vorstellt, habe ich ein bisschen meine Zweifel. Aber allem voran steht ja die Bestandsaufnahme, dass die Wirtschaftslage sich eintrübt und dass das Wirtschaftswachstum sich verlangsamt. Und danach sieht es tatsächlich aus. Und deshalb ist ja die Frage, was kann man auch als Land und was kann man als Bund ganz praktisch tun, um dieser Krisensituation entgegenzuwirken. Und da würde ich natürlich erst einmal sagen, muss man die Binnennachfrage stärken und Infrastruktur in die Infrastruktur und in die Bildung investieren. Und an der Stelle will ich noch einmal sagen, dass sich da natürlich erneut zeigt, dass die Schuldenbremse, die hier im Landtag beschlossen wurde, gegen unsere Stimmen, gerade in einer schwierigen konjunkturellen Lage wie Senkblei wirkt. Es wurde hier im Landtag beschlossen und danach in einer Volksabstimmung. Das ist richtig, Herr Frömmrich. Das ist ja genau das Problem. Wissen Sie, das ist ja genau das Problem. Jetzt wird auf Bundesebene darüber diskutiert, dass die schwarze Null vielleicht doch nicht so ganz gut ist. Ja, nur die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz und aus anderen Landesverfassungen kriegt man die leichter wieder raus. Bei uns ist das jetzt wirklich schwierig. Davor hatten wir damals auch gewarnt. Und ich meine, das ist schon interessant, dass genau die sogenannten Wirtschaftsexperten, die damals alle gesagt haben, schwarze Null, wir brauchen die Schuldenbremse, man darf sie nicht verschulden, auf einmal die gleichen sind, die sagen, also, naja, jetzt müsste ja doch mal investiert werden und jetzt müsste der Staat doch mal Geld in die Hand nehmen und auf einmal diese ganze Konstrukt wieder infrage stellen. Und deshalb war es eben eine ökonomische Dummheit, die Schuldenbremse in die Landesverfassung zu schreiben. Und das kann auch noch zu einer schweren Hypothek werden, wenn es eben wirklich eine Wirtschaftskrise gibt und der Staat sich faktisch handlungsunfähig macht, weil er sich selber verboten hat, Kredite aufzunehmen, meine Damen und Herren. Und das ist natürlich das Absurde, weil gerade in der Krise 2008, und die Schuldenbremse war ja eine Konsequenz aus dieser Krise, was ein bisschen absurd ist, weil die Banken sich damals verzockt haben und gerettet werden mussten. Also gerade die Krise 2008, da hat man auch gesehen, wie wichtig es war, dass der Staat durch verschiedene Maßnahmen dort auch eingegriffen hat. Und deshalb finde ich auch, also deswegen ist ja auch so ein bisschen die Frage für mich, und das würde mich interessieren, wie die FDP eigentlich diese ganzen Investitionen jetzt finanzieren möchte. Ich bin ja vollkommen bei Ihnen, dass wir mehr investieren müssen, dass in einer Situation wie jetzt wir mehr Staat brauchen und man das nicht dem Markt überlassen kann. Da bin ich ja bei Ihnen. Aber die Frage ist ja schon, wie finanzieren wir das? Und wenn man jetzt, wir haben immer gesagt, dass man Investitionen auch kreditfinanziert machen kann, weil darüber werden neue Werte geschaffen. Dann ist ja die Frage, wenn man das Geld sich aber nicht zu Nullzinsen leihen will, jetzt zu Nullzinsen wäre das ja ganz sinnvoll, dann müsste man es sich ja auch dort holen, wo das Geld liegt, nämlich bei den Millionären und Milliardären in diesem Land. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, oder beides schließt sich ja nicht aus. Aber stattdessen diskutieren wir ja gerade über Steuersenkungen, wie z.B. beim Soli jetzt gerade, und wieder Entlastungen für Reiche. Und deswegen ist ja schon die Frage, wie man diese Investitionen eben jetzt auch finanzieren soll. Aber da sind wir uns einig. Ausbleibende Investitionen in die Verkehrs- und Energiewende für Schulen, Gesundheit, Pflegesystem, eine zukunftsfähige Internetanbindung. Viele dieser Investitionen sind in den letzten Jahren unterblieben, weil man immer gesagt hat, wir brauchen einen ausgeglichenen Haushalt und wir dürfen uns doch nicht verschulden. Und die Folge ist ein Investitionsstau in Deutschland. Allein bei den Kommunen beträgt er laut KfW trotz Rekordsteuereinnahmen noch immer 138 Milliarden €. Der Bund und die Länder können sich vielfach zu Negativzinsen finanzieren, aber die Kommunen teilweise eben nicht. Und das trotzdem,
Und trotzdem, ich werde das Gleiche differenziert durchgehen, Herr Dr. Naas, und Ihnen genau sagen, welche Maßnahmen wir gut und welche wir nicht so gut finden. Aber trotzdem haben wir eben die Frage des Investitionsstaus. Und der Finanzminister redet im Frühjahr 2019 noch vor einem vermeintlichen Investitionsstau, wo ich mir denke, dass die Menschen, die in verrotteten Schulen zum Unterricht gehen und die Straßen zerbröckeln sehen, das vielleicht auch als Affront auffassen. Und wir brauchen Investitionen in die Schiene. Wir diskutieren immer noch über Schienenprojekte von vor 20 Jahren. Die Bahnhöfe sind nicht barrierefrei. Wir brauchen einen Ausbau der Infrastruktur. Und wir müssen eben die Frage diskutieren, wie wir das finanzieren wollen. Also, von daher hat der Frau Präsidentin, ich glaube, Herr Schwarz möchte mir eine Zwischenfrage stellen. Ja, das wäre jetzt blöd, wenn nicht. Ne? Frau Kollegin Wissler, können Sie denn bitte mal ein, zwei oder drei Beispiele für verrottete Schulen in Hessen nennen? Sehr gerne, Herr Schwarz. Das mache ich sehr gerne. Das freut mich, dass Sie danach fragen. Wir haben beispielsweise zwei Schulen in Hessen, die wegen Einsturzgefahr geschlossen wurden. Wir haben in Frankfurt zum Beispiel eine Turnhalle, die geschlossen wurde, weil dort Schimmelpilze gewachsen sind. Und wir haben Schulen, wie zum Beispiel, die ist jetzt dieses Jahr ist sie saniert worden, die Elisabethenschule, wo wir auch Probleme hatten mit der Statik, wo über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg Investitionen. Ja, die Holzhausenschule zum Beispiel. Also, da gibt es die Beispiele, kann ich Ihnen gerne alle nennen. Habe ich ja auch gerade getan. Hier haben wir also ein großes Problem bei den Schulen und bei den Investitionen. Wir haben auch Schulen, wo die Schülerinnen und Schüler in Containern lernen. Ja, weil eben die Schulen überhaupt nicht ausreichen. Schauen Sie sich zum Beispiel an, in Frankfurt gibt es sogar neue Schulen, die viel zu klein geplant sind, wo die Mensakapazitäten, Marie Curie zum Beispiel, die Mensakapazitäten nicht ausreichen und deshalb nicht mal alles, dass die Schüler den ganzen Mittag verteilt dort essen gehen müssen. Also dann, daher haben wir die Situation natürlich von den Schulen, wo eben ein Sanierungsstau besteht. Frau Wissler, lassen Sie eine weitere Zusatzfrage des Abgeordneten Schwarz zu. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Dann mit der Kritik, also hat die FDP recht. Andere Punkte in dem Antrag finde ich gewohnt hanebüchen. Also das Beispiel von den digitalen Freiheitszonen, in denen Start-ups von lästiger Regulierung verschont bleiben sollen zum Beispiel. Also man weiß ja, Start-ups, das sind die mit den völlig überregulierten Standards, die ihre Mitarbeiter total gut behandeln und nur noch Tarifvertrag zahlen. Also so ist es ja nicht. Und deswegen brauchen die Start-ups keine Öffnungsklauseln und keine Freiheitszonen, sondern wir sollten uns eher mal überlegen, wie wir es schaffen können, Arbeitnehmer auch in diesem Bereich besser zu schützen. Was ist denn mit den Clickworkern und den Crowdworkern? Wie schaffen wir es denn überhaupt, die besser zu schützen? Wir brauchen Tarifverträge und Regelungen in diesem Bereich, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schützen, und keine digitale Freiheitszone. Das klingt äußerst bedrohlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ziel muss das sein, Beschäftigte in allen Bereichen vor Lohndumping, vor Ausgliederung, vor Outsourcing zu schützen. Wir haben ja die Woche, waren wir gemeinsam mit Verdi bei der Kundgebung teilgenommen für die Beschäftigten am Flughafen von LSG, die von der Lufthansa verkauft werden sollen. Also das ist doch eine entscheidende Frage. Und für diese Beschäftigten wäre es eben auch wichtig, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt. Wir haben das Problem, dass in Frankfurt mittlerweile 2 von 3 Mieterinnen und Mieter Anspruch auf geförderten Wohnraum haben. Aber von diesem gibt es viel zu wenig. Der Staat hat sich in den letzten Jahren völlig zurückgezogen aus der Wohnungspolitik, aus der Wohnungsbaupolitik, und hat es den Marktkräften überlassen. Und wir haben gemerkt, der Markt regelt es eben nicht so, dass am Ende jeder eine passende Wohnung hat. Und die gut ausgebildeten Fachkräfte von morgen, ob das Studierende sind oder Auszubildende, brauchen eben auch Wohnraum, gerade in den großen Städten. Auch hier ist viel zu wenig passiert in den letzten Jahren. Es ist richtig angesprochen worden, dass wir eine Kluft haben, eine zunehmende Kluft zwischen Stadt und Land, und dass wir teilweise ländliche Gebiete haben, wo kein Bus mehr fährt, wo es keine Schule mehr gibt und wo kaum noch Arbeitsplätze sind. Also das ist ja auch eine Folge von Landespolitik. Und die Frage, macht man Politik für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land oder lässt man zu, dass der ländliche Bereich immer weiter abgehängt wird?
Bei der Frage der Agentur für radikale Innovation, da reibt man sich immer so ein bisschen die Augen. Ich würde ja sagen, viele radikale Innovationen gehen von hessischen Hochschulen aus. Die könnte man besser finanzieren. Das wäre da eher mein Ansatz. Von daher zusammenfassend, der Staat muss investieren. Wir müssen, die schwarze Null ist nicht generationengerecht. Es ist nichts daran generationengerecht, unseren Kindern und Kindeskindern eine verrottete Infrastruktur zu vererben. Wir müssen die Energiewende vorantreiben. Ich gebe Ihnen übrigens noch mal einen Tipp für eine radikale Innovation, Herr Dr. Naas. Also eine radikale Innovation sind zum Beispiel Windkraftanlagen, erneuerbare Energien, Strom verbrauchen, Strom produzieren ohne fossile Energieträger. Eine radikale Innovation, leider ein bisschen zu radikal für die FDP. Wir brauchen Investitionen in die Verkehrswende, in Bildung, Infrastruktur und Krankenhäuser. Das ist absolut richtig. Dafür muss der Staat mehr Geld in die Hand nehmen und darf sich nicht selber die Hände binden. Vielen Dank. Es war fast eine Punktlandung, und zu einer Kurzintervention hat sich Herr Abgeordneter Schwarz von der CDU zu Wort gemeldet. Frau Kollegin Wissler, Sie hatten um eine Kurzintervention gebeten. Gerne komme ich Ihrem Wunsch nach. Die Wahrheit ist immer konkret, und deswegen stelle ich die Frage dann noch einmal von vorne. Sie haben von verrotteten Schulen in Hessen gesprochen. Ich hätte gerne die Namen der Schulen, die Sie als verrottet bezeichnen. Und ich wüsste gerne, wer aus Ihrer Sicht verantwortlich ist für Schulbau. Wenn Sie diese beiden Fragen beantworten, freue ich mich sehr und danke für Ihren Vorschlag der Kurzintervention. Frau Wissler, wollen Sie? Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Schwarz, Ihre Wahlkreiskollegin, Frau Dr. Sommer, hat gerade angeboten, Sie Ihnen noch einmal mit Ihnen durch einige Schulen in Ihrem eigenen Wahlkreis zu ziehen, wo sie Ihnen noch einmal richtig vor Ort zeigen kann, wo wir Schulen haben, die ein Problem haben. Ich habe Ihnen eben einige Zahlen, einige Namen genannt. Ich habe Ihnen Frankfurter Schulen genannt, und ich habe von zwei Schulen gesprochen, die wegen die Holzhausen Schule beispielsweise, ja, wo wir das Problem haben, dass wir die Container. Ja, das, ich habe gerade einen ausgesprochen, Herr Schwarz, da müssen Sie mir zuhören, wo die das Problem haben, dass sie Container auf dem Hof haben, dass die Sporthalle dicht gemacht wurde. Es gibt Sporthallen, die können kaum noch benutzt werden, weil man sie bei Regen nicht mehr benutzen darf. Also wenn Sie alles ernst nehmen, und ich meine, das Schlimme ist ja, Sie sind ja der schulpolitische Sprecher der CDU. Also wenn der schulpolitische Sprecher der CDU so tut, als seien die Schulgebäude in Hessen in einwandfreiem Zustand, dann zeigt das schon eine ziemliche Realitätsverleugnung. Wissen Sie, und dann schauen Sie sich doch einmal die technische Ausstattung an vielen Schulen an. Schauen Sie sich die an. Es gibt Schulen, ich war vor kurzem an einer Schule, die haben im ganzen Schulgebäude einen Overhead-Projektor, den sie dann ab und zu mal durch den einen Gang und den anderen Gang hin und her schieben. Das ist die technische Ausstattung. Ja, also das ist die technische Ausstattung, die wir an vielen Schulen haben. Ich bekomme immer wieder Klagen von Eltern, die sagen, die Schülerinnen und Schüler trauen sich kaum auf die Toiletten zu gehen, weil die Schultoiletten in einem furchtbaren Zustand sind. Tun Sie doch nicht so, als wüssten Sie das nicht. Wenn Sie nicht die Klagen der Leute immer wegwischen würden, dann... So, und dann haben Sie gefragt, wer ist dafür zuständig. Mir ist vollkommen klar, dass Schulträger die Kommune ist. Natürlich ist mir das klar. Aber wer ist denn verantwortlich für die Finanzierung der Kommunen in diesem Land? Das ist doch die Landesregierung, die die Verantwortung trägt für die Unterfinanzierung der Kommunen. Also schieben Sie doch die Verantwortung nicht weg. Für die CDU-Fraktion hat sich noch der Abgeordnete Pentz zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst einmal zu Ihnen, Frau Kollegin Wissler. Also, ich bin ja Baujahr 80, auch wenn man es mir aufgrund meiner Haarpracht nicht ansieht, also noch ein bisschen jünger. Und ich bin zur Schule gegangen zu einer Zeit, als die SPD in diesem Land in der Regierung war, über Jahrzehnte.
Ich nenne nur den Kollegen Holzapfel. Der ist sogar von GEW-Lehrern mit Tomaten beworfen worden, weil es so peinlich war, in welchem Zustand die Bildungspolitik und insgesamt die Schulen in Hessen gewesen sind. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Frau Kollegin Wissler von Frau ja, aber Sie sind denen sehr nahe. Frau Wissler, von verrotteten Schulen zu reden oder von verrotteter Infrastruktur zu reden, da wäre ich mal vorsichtig. Eine Partei, die in der DDR über Jahrzehnte Verantwortung getragen hat, die dafür verantwortlich war, dass die Infrastruktur in einem westlichen Land total marode war, dass die Schulen total marode waren, sich hier aufzuschwingen und von 1850 Schulen zwei rauszupicken, an denen irgendein Pilz oder irgendeine Kachel runtergefallen ist, das ist an Albernheit nicht zu überbieten, liebe Frau Kollegin Wissler. Beruhigt euch. Ich komme zurück zur Rede des Herrn Kollegen Dr. Naas. Ich habe eben gerade, während Sie und andere geredet haben, auf dem Handy eine Meldung erhalten. Frau Präsidentin, ich zitiere aus einer dpa-Meldung 15:35. Weniger Deutsche mit Ängsten, Stimmung steigt. Umfrage. Aus Ihrer Rede und aus der Rede der Kollegen der AfD habe ich alles andere gehört. Ein Feuerwerk negativer Darstellungen unserer Wirtschaft, der Gesamtwirtschaft, der hessischen Wirtschaft. Und ich kann mich gut erinnern, werter Kollege Dr. Naas, vor 2 oder 3 Jahren hat genau die gleiche Rede, ich glaube, Herr Schäfer-Gümbel hier im Haus gehalten. Und dann habe ich, glaube ich, geantwortet, indem ich gesagt habe, es reicht nicht aus, mit dem Handelsblatt unter dem Arm durch den Landtag zu schreiten, man muss es auch lesen. Und wenn man das Handelsblatt oder irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten liest, und da komme ich zurück auf das, was Frau Kollegin von den Grünen gesagt hat, nämlich wenn wir uns diese Kennzahlen anschauen, dann werden wir sehen, dass wir in Deutschland und vor allen Dingen in Hessen als Flächenland beim BIP an Nummer 1 stehen, vor Baden-Württemberg, vor Bayern, dass wir bei den Gehältern auf Rang 2 bundesweit stehen mit rund 40.000 € per anno, dass wir bei der Erwerbstätigenquote mit 3,4 Millionen Menschen in diesem Land den Höchststand erreicht haben und 1,6 auf hohem Niveau Prozent höher als im vergangenen Jahr stehen. Und wenn wir uns die Arbeitslosenquote anschauen mit im August 4,5 % und vor allen Dingen die Jugendarbeitslosigkeit, sehr geehrte Damen und Herren, die man praktisch gar nicht mehr messen kann in diesem Land. Oder schauen Sie sich die Arbeitslosenquote im Kreis Fulda an, 2,7 %. Ich glaube, dann sagen zu dürfen, dass die Unternehmer, dass die Menschen hier in Hessen einiges dafür geleistet haben, dass es diesem Land gut geht. Und im Übrigen hat diese hessische Landesregierung dafür natürlich auch hart gearbeitet. Jetzt haben Sie angesprochen, die Zeichen der Eintrübung der Weltwirtschaft. Ja, kann man messen? Protektionismus, Unsicherheit des Iran-Abkommens, Konflikt zwischen den USA und China, auch Unsicherheiten in der EU, keine Frage. Und ich sage jetzt einfach mal, nicht kalkulierbare Despoten von Trump über Erdogan bis Putin, wobei ich hier auch dazu sagen muss, Vorsicht vor zu schnellen Schlüssen. Ein Herr Trump hat, ich sage mal, mit seinen Stimmungsschwankungen oft auch gezeigt, dass viel angekündigt und am Ende nicht umgesetzt wurde. Und von daher bin ich bei Ihrer Einschätzung, nämlich der Schwarzmalerei unserer Wirtschaft, ein bisschen zurückhaltend. Jetzt sind Sie zur Gründerquote gekommen und reden darüber, dass das alles so furchtbar ist. Die Gründerquote ist seit 2002, wenn ich es richtig gelesen habe, in ganz Deutschland gesunken. Das liegt an vielen Faktoren, unter anderem. Herr Pentz, kommen Sie bitte langsam zum Schluss. Ja.
Das heißt, ich habe doch 10 Minuten. Ich habe doch 10 Minuten und habe 4:32 geredet, und Sie sagen, kommen Sie zum Schluss. Ich habe noch nicht mal richtig angefangen, Frau Präsidentin. Aber gut, ich will es auch nicht penetrieren. Ich habe natürlich hohen Respekt vor Ihrer Arbeit, das ist überhaupt keine Frage. Ich komme noch meinetwegen zum Schluss, wenn Sie das so sehen, Frau Präsidentin. Ich will Ihnen sagen, wir als... Ja, darf ich noch ein paar Sachen sagen, oder ist es, oder interessiert es euch gar nicht mehr? Lassen Sie mich zu dem Punkt kommen, der mich persönlich am allermeisten interessiert, nämlich Ihr Antrag. Sie haben in Ihrem Antrag, lieber Dr. Naas, vieles beschrieben. Ich ziehe 2 Dinge aus diesem Antrag heraus. Das eine ist, Sie sagen, na ja, die schwarz-grüne Landesregierung hat eigentlich alles gemacht, aber wir würden fordern einfach von allem ein bisschen mehr. Okay, kann man machen, ist in Ordnung. Das zweite ist, man hört aus Ihrem Antrag heraus, dass seitdem die FDP nicht mehr den Wirtschaftsminister stellt, irgendwie alles nicht mehr so richtig gut ist. Und ich kann Ihnen sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, kann Ihnen ganz entspannt sagen, dass ich der Meinung bin, dass wir mit unseren Programmen, die wir in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben, bis hin zur Ernennung unserer Digitalministerin, die mit Hochdruck daran arbeitet, dass wir viele, viele Dinge in Hessen ändern, verändern, dass wir flächendeckende Glasfasernetze, dass wir eine Gigabit-Strategie auf den Weg gebracht haben, die es in sich hat. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, komme ich zum Schluss, weil es ist eigentlich auch alles gesagt. Im Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün steht, dass wir Ökologie und Ökonomie in diesem Land nicht nur ernst nehmen, dass wir sie vereinen, dass wir dafür arbeiten, dass es Start-ups, den Unternehmen gut geht. So werden wir das weiterhalten. In diesem Sinne herzlichen Dank. Für die Landesregierung darf ich Herrn Dr. Nimmermann zu Wort bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Naas, mit dem Antrag der FDP-Fraktion wollen Sie mit Sorge zur Kenntnis nehmen, ich zitiere, dass das Wirtschaftswachstum in Hessen in den letzten Jahren deutlich schwächer ausfiel als in vielen anderen Bundesländern. Und haben Sie anfangs gesagt, bei dem Antrag der regierungstragenden Fraktion, jetzt picken die nur ein Jahr raus, 2018. Sie haben gesagt, nehmen wir doch 6 bis 7 Jahre. Ich schlage vor, schauen wir doch mal auf die letzten 10 Jahre. Das sind dann auch erste Hälfte FDP geführtes Wirtschaftsministerium, die zweite Hälfte grün geführtes Wirtschaftsministerium. Wenn Sie das, das ist amtliche Statistik, schauen wir auf diese Zahlen mal rein. Schauen Sie auf diese Zahlen. Und Sie werden feststellen, dass in den letzten 10 Jahren, wo es die Statistik gibt, wir haben ja für 2019 noch keine Wachstumszahlen, die kommen erst Ende September, wie Sie wissen, in den letzten 10 Jahren, und wenn wir mal nicht auf das absolute BIP-Wachstum schauen, sondern auf das Pro-Kopf-Wachstum, was wahrscheinlich die bessere Indikation ist für Wirtschaftsstärke, werden Sie feststellen, dass leider, und da haben Sie recht, in 8 von 10 Jahren das Pro-Kopf-Wachstum in Hessen schwächer ausgefallen ist als im Bundesdurchschnitt. Das ist wirklich leider so. Was aber auch interessant ist, ist, dass die größten Wachstumsdifferenzen in den ersten 5 Jahren stattgefunden haben. Die 3 stärksten Wachstumsdifferenzen in den letzten 10 Jahren im Vergleich zum Bundesdurchschnitt waren in den Jahren 2009, 2010, 2012. Die einzigen beiden Jahre, in denen wir ein positives Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum hatten, waren in den Jahren 2016 und 2018. Wenn Sie also feststellen wollen, dass die einzigen beiden Jahre, in denen wir ein positives Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum in den letzten 10 Jahren hatten, unter der Amtsführung von Tariq Al-Wazir im Wirtschaftsministerium stattgefunden hat, und das in der Zeit, wo die FDP das Wirtschaftsministerium geführt hat, in allen 5 Jahren ausnahmelos ein schwächeres Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum in Hessen zu beobachten war, dann kann ich nun sagen, ja, so ist es. Das kann man der amtlichen Statistik genau ablesen. An den nächsten Punkt, den Sie ansprechen. Lassen Sie eine Zwischenfrage. Sie möchten gerne fortführen. Ja.
Das ist gut. Sie brauchen einfach nur Hessen Statistik zu gucken und da die Datei runterladen. Da schaut man, da findet man das sehr, sehr schnell. Jetzt haben Sie als nächstes den Gründungsmonitor herangezogen und das als Beleg der Rückgang des Rankings, des Senderrankings Hessens auf den 10. Platz zuletzt 2018 beobachtet. Sie sind sicherlich sich genauso bewusst, dass es zum einen rollende Dreijahresdurchschnitte sind und Sie haben wahrscheinlich genauso wie wir uns mit den Expertinnen und Experten der KfW zusammengesetzt, um herauszufinden, was wir daraus lernen können für Hessen, was wir direkt aus diesen Daten lernen können. Und dann werden Sie auch festgestellt haben, Herr Naas, dass man relativ wenig aus dem Gründungsmonitor für Hessen lernen kann, denn man kann die einzelnen Gründungsmotive nicht nach Ländern unterscheiden in diesem Monitor. Es ist schlichtweg unmöglich. Es ist eine Mutmaßung zu erklären, warum dieses Ranking von ursprünglich sogar mal Platz 2, glaube ich, runter auf Platz 10 gegangen ist, 3. Eine These ist, und die auch im Gründungsmonitor, wenn Sie ihn richtig gelesen haben, zumindest ich habe es so verstanden, aber auch die Experten der KfW, ist, dass sich die wirtschaftliche Situation in Hessen deutlich verbessert hat, insbesondere der Arbeitsmarkt, sodass die Anzahl an sogenannten existenzsichernden Notgründungen abgenommen hat. Experten nennen das den abnehmenden Push-Effekt. Insofern kann es sein, dass es im Vergleich zur derzeit Finanzmarktkrise 2008 fortfolgende, wo wir ein sehr schwaches Wirtschaftswachstum hier hatten in Hessen, vor allem im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, und wo wir sehr viele Notgründungen gesehen haben, weil viele Menschen sich selbstständig machen mussten, schlichtweg weil ihr Arbeitsplatz weggefallen ist, und der jetzigen guten Situation, dass da ein Zusammenhang genaues kann man nicht wissen. Das kriegt man am besten raus, wenn man mit den Gründerinnen und Gründern spricht. Deswegen kann ich Sie nur ermuntern, auch mal bei den diversen Gründungs- und Start-up-Events, die das Land Hessen mit privaten Partnern veranstaltet, vorbeizuschauen und mit den Gründerinnen und Gründern vor Ort zu sprechen, mit ihnen herauszufinden, welche Ideen sie haben und welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben und welche Herausforderungen sie gemeistert haben. Das ist ungemein interessant und kann dazu nur empfehlen, das zu tun. Das ist auch eine Form der Wertschätzung gegenüber den mutigen Gründerinnen und Gründern bei uns in Hessen. Im Übrigen haben Sie ja auch noch einmal den KfW-Monitor zitiert. Da gibt es eine spannende Studie, die auch einen Ländervergleich darstellt. Und da ist ganz klar, steht drin, zumindest kann ich das da rauslesen, wie mutig unsere Gründerinnen und Gründer in Hessen sind. Denn so, Zitat, in Hessen lassen sich bundesweit am wenigsten Gründungsplaner von der Umsetzung ihres Gründungsprojekts von Hürden aufhalten. Dies stimmt mich optimistisch. Wenn dieser positive Gründungsgeist unserer Gründerinnen und Gründer in Hessen tatsächlich so ist, wie die KfW es beobachtet, dann mache ich mir zumindest gute Hoffnung, dass all die Schwarzmalerei, die Sie gerade betrieben haben, unsere Gründerinnen und Gründer nicht davon abhalten, weiter zu gründen und für den wirtschaftlichen Wohlstand in diesem Land beizutragen. Aber statt jetzt über Statistiken weiter zu philosophieren, sprechen wir doch noch einmal über die Sachen, wo wir gut in Hessen sind. Es wurde schon gesagt, wir haben, wenn wir die Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigen nehmen, die sogenannte Arbeitsproduktivität, da liegt Hessen auf Rang 2 bundesweit, bei den Flächenländern Platz 1. Nur noch Hamburg, Stadt hat eine höhere Arbeitsproduktivität. Das heißt, wir haben extrem innovative Unternehmen, die es erlauben, hier eine hohe Produktivität auszuweisen. Das wiederum führt zu hohen Gehältern und Löhnen in Hessen. Je nachdem, welche Statistik man sich anschaut, sind wir hier auf Platz 2. Wir haben sogar auch anderen Statistiken wie Gehaltsportalen Platz 1 in Hessen. Und das ist doch zumindest ein gutes Zeichen, dass hier in Hessen sowohl innovative Unternehmerinnen und Unternehmer sind, als auch produktive Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine hohe Kaufkraft haben. So schlecht geht es uns nicht, aber ich gebe Ihnen recht, die Zeiten haben sich jetzt geändert. Die dunklen Wolken sind herausgekommen, wahrscheinlich sehr stark Globalisierungs- bzw. Handelskrieg geprägt. Die genauen Zahlen werden wir Ende September sehen und schauen, wie weit Hessen davon benachteiligt ist. Als exportorientiertes Land ist damit zu rechnen, dass wir hier sehr stark auch das sehen werden, was die Frühindikatoren zeigen. Nichtsdestotrotz glaube ich, es ist wichtig, auch auf die Stärken hinzuweisen. Und das machen wir auch weiter. Sie haben gesagt, wir haben keine klare Strategie. Wir wollen nicht mehr über Einzelmaßnahmen reden. Alles wäre kompliziert. Es ist alles zu kompliziert. Wir haben zumindest, wie ich finde, sehr gut dargestellt, welche Fördermittel für Kapital, für Start-ups bei uns in Hessen zu finden sind. Wir haben eine gute Broschüre, die sich nennt Wachstum finanzieren in Hessen, von Business Angels zum Börsengang. Da stehen alle Programme drin und wir werden weitere Programme auflegen. Sie haben das Thema Start-ups und Finanzierung angesprochen. Ja, wir wollen gerade für die zweite Finanzierungsrunde einen Fonds auflegen, für sogenannte Scale-ups. Das sind die, die in die
die zweite Runde gehen. Das werden wir auch tun, um hier den Standort weiterzuentwickeln und den Gründerinnen auch einen Exit zu geben in den Kapitalmarkt. Des Weiteren, neben den diversen Start-up- und Gründungswettbewerben, die wir veranstalten, ist unser Ansatz ganz klar auf ein nachhaltiges Wirtschaften ausgerichtet. Nachhaltiges Wirtschaften heißt langfristige Ziele verfolgen, zum Wohle der Umwelt, aber auch zum Wohle der gesamten Gesellschaft. Das ist unser Motto, unser Leitbild. Und wir wollen ganz stark auf Beratung setzen, auf Analyse und Beratung und dann auch auf Förderung und Investitionszuschüsse. Zwei Beispiele darf ich vielleicht doch nennen. Sie haben auch im Antrag der regierungstragenden Fraktion genannt, einmal PIOS, PIOS Beratung und PIOS Invest sind hervorragende Programme, die unseren Unternehmen, gerade den kleineren Mittelständischen, dabei helfen, ressourcensparend zu wirtschaften und damit wirklich Geld auch betriebswirtschaftlich zu sparen und dann selber auch ohne staatliche Hilfe weiter diesen Weg zu gehen. Wenn Sie mit den Unternehmen reden oder mit den AKW-Beratern hier in Hessen, dann werden Sie Ihnen sagen, dass die meisten Unternehmen dann ohne staatliche Förderung diese Beratung weiter in Anspruch nehmen und selber investieren, weil sie verstanden haben, dass das genau der richtige Weg ist, um zukunftsträchtig hier auch zu bestehen. Was die Zukunftstechnologien betrifft, gebe ich Ihnen recht, wir müssen mehr in Zukunftstechnologien investieren. KI, Künstliche Intelligenz, ist da ein großer Schwerpunkt, aber auch ein Schwerpunkt des Koalitionsvertrags. Hier ist geplant, im Rahmen eines Tech-Campus diese KI-Kompetenz, die wir schon haben in Hessen, weiter aufzubauen, auszubauen und auch anwenderorientiert zu transformieren, sodass neben der guten Grundlagenforschung auch etwas in der Wirtschaft ankommt, um hier Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen. Das ist ein ganz wichtiges Element, was wir weitermachen wollen. Wir werden weiterhin kleinere Unternehmen im Rahmen unserer Beratungsdienstleistung fördern, in den vielen Programmen, die wir haben. Und natürlich wollen wir das Ganze auch so bürokratiearm wie möglich machen. Wir sind ständig mit der WIBank und der Hessenagentur in Gesprächen, wie man das Ganze verbessern kann, mit Gesprächen mit den Beratern vom RKW Hessen. Und das werden wir auch weiter so machen. Da werden wir nicht nachlassen. Meine Damen und Herren, Sie mögen eine unterschiedliche Interpretation haben, welchen Beitrag die Landesregierung hier hat. Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Weg hin möchte ich der ressourcenschonenden Transformation der Wirtschaft und den Unternehmen dabei helfend, im digitalisierten Zeitalter mit der Digitalisierung umzugehen. Hier ist das Stichwort Digi-Check, Digi-Zuschuss, Digi-Beratung ganz wichtig. Hier werden wir weiter fördern und auch den Unternehmen bei der Ausbildung zu helfen, indem wir ganz klar die Wertschätzung für die duale Ausbildung tätigen. Sie wissen genau, so wie ich, dass die größten Herausforderungen des Fachkräftemangels in den berufsausbildenden Berufen ist in den nächsten 4-5 Jahren. Da helfen wir weiter, und das wollen wir auch weiter machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war, Herr Dr. Nimmermann, das war eine Punktlandung. Zu einer Kurzintervention darf ich dem Abgeordneten Jörg-Uwe Hahn von der FDP das Wort erteilen. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen, man soll sich ja immer nur über die Statistik streiten, die man selbst gefälscht hat. Aber hier möchte ich mich mit dem Herrn Staatssekretär über eine Statistik streiten, deren Auslegung durch ihn deutlich macht, dass er die Situation in Hessen in keinster Weise in den letzten 10 Jahren aufgearbeitet hat. In keinster Weise die letzten 10 Jahre aufgearbeitet hat. Das kann ja daran liegen, dass Sie keinen Hessenbezug haben. Aber man kann es ja auch nachlesen. Man kann es ja auch nachlesen. Ich schäme mich gleich fremd für dich, wenn du noch so weiter dazwischen rufst. Ich kann darauf hinweisen, dass durch die Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 2008 und 2009 es kein anderes Bundesland gegeben hat, das derartig auch beim Thema Arbeitsmarkt darunter gelitten hat. Und das weiß auch jeder, woran das liegt. Und deshalb hat der damalige Ministerpräsident Roland Koch und sein damaliger Stellvertreter Jörg-Uwe Hahn beschlossen, dass wir ein Konjunkturprogramm auflegen für 1,7 Milliarden Euro. Das steht nicht in dem Ordnungsheft eines Liberalen drin, dass man ein Konjunkturprogramm auflegt. Wir haben es trotzdem getan, um genau das zu erreichen, was Sie eben bestritten haben. Und das war mein Vorwurf mit Kennen von Hessen, dass Sie bestritten haben, dass wir damals nicht mit dieser Maßnahme erheblich viele Arbeitsplätze und insbesondere qualifizierte Arbeitsplätze hier in diesem Land gehalten haben. Wir haben uns daran beteiligt. Wir haben uns daran beteiligt, dass das Kurzarbeiterprogramm ausgebaut wird. Wieder aus demselben Grund. Und dann stellen Sie sich jetzt hierher und haben die Chuzpe,
darauf hinzuweisen, dass es ausschließlich Tarek Al-Wazir gewesen ist, der eine erfolgreiche Politik gemacht hat. Nein, die Grundlagen sind da gelegt worden, und zwar von Roland Koch und dann von Volker Bouffier und von Jörg-Uwe Hahn und von Dieter Posch. Sie müssen nicht den Weihrauch immer über Ihren Minister ausgraben, auch wenn er Ihr Chef ist. Vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, es ist verabredet, dass der Antrag der Freien Demokraten Gründer fördern, Wirtschaft stärken, Gründer fördern, digitale Wettbewerbsfähigkeit verbessern und der dringliche Antrag der Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit Konsequenz und System für Hessens Wirtschaft eintreten, dass diese beiden Anträge weiter im WVA behandelt werden.